So, da sind wir auch schon wieder bei Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Wir haben ja das letzte Mal den König der Riesen oder den Riesenfürsten besiegt und uns erstmal ein zweites Mal seine Seele abgestaubt. Seele des uralten Drachen hatten wir bereits. Die Seele des Riesenfürsten, der einst Dragonlick eroberte. Wendwick überquerte das Meer, nahm die Riesen gefangen und brachte sie in sein Schloss, in Fesseln gehüllt. Doch nach diesem bescheidenen Triumph wurde seine Miene zunehmend finsterer. Ja, das haben wir gekriegt, die Riesenseele, also die Seele des Riesenfürsten. Wir haben ja aus den Erinnerungen drei Riesenseelen jetzt mitgenommen. Die sind auch später wichtig für was Optionales. Mehr oder weniger. Wir haben den Riesenkrieger Keule gekriegt. Keule der Riesen, die Dwangleic belagerten. Nichts weiter als ein Felsbrocken festgebunden an einem Baum. Aber eine mächtige, wenn auch primitive Waffe. König Wendrick führte König Nashandras Rat befolgend seine Armee gen Norden, um die Riesen zu unterjochen und sich ihre mächtigen Seen zu sichern. Ja, das könnte auch wieder darauf hindeuten, dass im Norden das ehemalige Lordwyn liegt. So, was haben wir noch? Abbildglocke, die haben wir, glaube ich, von. Genau. Von der Heilerin gekriegt. Schild des überheblichen Steinpalmer ist auch nichts Neues. Ja, die Eisenrüstung. Schwerer Stahlhelm, ein Überbleibsel eines Ritterordens, dessen Mitglieder als mächtigste Krieger ihrer Zeit galten. Genau, die Benaricke nämlich. Das ist alles, was von ihnen übrig ist. So, und mehr haben wir ja nicht großartig. Ring haben wir, soweit ich weiß, auch keinen neuen gefunden. Zauber auch nicht. Ah ja, die Sympathie der Riesen, genau. Jeder König hat seinen rechtmäßigen Thron. Und wenn er auf ihm sitzt, sieht er, was er zu sehen wünscht. Aber vielleicht zeigt der Thron auch dem König nur das, was er zeigen möchte. Die Flammen tosen, doch schon bald werden sie vergehen. Und nur ein wahrer Erbe wird sie noch lodern lassen können. Was könnte ein Thronanwärter wohl wirklich begehren? Ja, das ist der Schlüssel zum Thron des Verlangens. Und meiner Meinung nach ist das neue Lord Vessel. Das Herrschergefäß, was benötigt wird, um die erste Flamme neu zu entfachen. Gut, räumen wir erstmal unser Inventar aus. Bevor wir irgendwas anderes machen, die können wir verkaufen. Können wir auch verkaufen, können wir verkaufen. Flammenschmetterlinge, die Asketenleuchtfeuer brauchen wir auch nicht im Inventar. Die Seelen auch nicht. Die Seelen nicht, das nicht. Den Steinhammer nicht. Die Glocke nicht. Schild des Überheblichen haben wir schon eins. Den Steinpalmer hatten wir noch nicht. Knochenschild haben wir bereits. Der Helm kann auch noch mit rein. Den haben wir nämlich auch noch nicht. Die beiden Rüstungen und die Eisentrachtrüstung. Haben wir schon Eisentrachtkamaschen? Keine Ahnung. Stahlstulpen und Heiligenhandschuhe. Und das hier kann auch alles weg. So. Wir haben nämlich alte Eisentracht-Gamaschen. Aber ich war eigentlich gerade bei den Handschuhen. Aber ich glaube, da haben wir auch noch nichts Eisentracht-mäßiges. Nö. Das wäre jetzt auch nicht so wichtig. Zauber müssen wir nichts aussortieren. Gut. Jetzt gehen wir erstmal Steine shoppen. You've been long away. Well. Und zwar alle vier, die sie hier noch hat.
Visit me. Und dann gucken wir mal, was wir so upgraden könnt. So, erstmal können wir die Glocke verstärken. Auf plus 6. Und dann würde ich eigentlich gerne noch Rüstungsteile verstärken. Dich. Und was bringt am meisten? Du bringst 3, du bringst 4, du bringst 5. Also verstärken wir dich erstmal. So. I'll be around. Davon haben wir noch genug. Also Steinchen. Können wir irgendwas noch mit unseren ganzen Seelen anfangen, überlege ich gerade. Außer aufzusteigen. Wir können mal kurz hier auf die Karte schauen. Aber nee, es brennen immer noch nur 7 Lichter. Ja. Er sagt uns noch nichts Neues. Dafür fehlt das letzte Licht. Gut, das heißt, die Seelen... Wir haben ganz schön viele Seelen eigentlich. Können wir jetzt alle ausgeben. Ja, ansonsten sehe ich auch nichts, was wir jetzt upgraden könnten oder müssten. So. Aufsteigen. Geschicklichkeit. 2 Punkte. Und dann bräuchten wir eigentlich... Anpassung wäre auch mal wichtig. Dass wir da ein paar Punkte reingeben. Weil wie man sehen kann, tut Anpassung unsere ganzen Resistenzen steigern. Und auch nicht gering. Und gerade Giftresistenz wird ziemlich sehr wichtig sein. Unsere Resistenzen steigern. Jo, alle Resistenzen werden um 8 gesteigert. Die Beweglichkeit wird gesteigert und die Balance wird gut gesteigert. Also packen wir mal die 3 Punkte hier rein. Kriegen wir... Jo, hauptsächlich... Giftresistenz, einen guten Boost. Von 16, 16 Blutungsresistenz. 16, 24 Versteinerung sogar. Und 16 Fluchresistenz, 2 Beweglichkeit. Okay, ist nicht viel, aber 3 Balance. Das ist sehr wichtig. Also einmal ableveln. So. Und die alte Geschichte. Mal wieder. Garantiert würde ich das offscreen machen, hätte das schon beim ersten Mal geklappt. Oder wenigstens innerhalb der ersten 10 Versuche. So. Hier runter. Und ja, was das Hauptspiel angeht, sind wir bis auf ein paar optionale Sachen jetzt durch. Und halt den Endfight. Das heißt, es geht jetzt wirklich ans DLC. Komm, hau ab, Blitzhexe. So. Es geht jetzt für uns wirklich ans DLC. Und ich hab's geschafft. Gleich beim ersten Versuch habe ich es geschafft. Ich gebe jetzt einfach mal den Anpassungspunkten die Schuld. Weil ich ein paar Anpassungspunkte reingepumpt habe, hat das jetzt gleich auf Anhieb geklappt. So. Gut.
Wir haben jetzt die Auswahl zwischen drei DLC-Gebieten. Eins schwerer als das andere. Und zwar könnten wir sie eigentlich gerade in der Reihenfolge machen, wie sie hier unten aufgelistet sind. Das sind nämlich die drei Schlüssel zu den DLC-Gebieten. Drachenklaue, Eisen, Schlüssel, gefrorene Blume. Also könnten wir zuerst in die Tiefen der Schwarzen Schlucht. Oder wir können zum Altar des Eisenschlosses oder zum Schrein des Winters. Und da gehen wir als letztes hin, zum Schrein des Winters. Ich mache jetzt mal das Ganze so, wie ich es damals selber das erste Mal gemacht habe. In der Reihenfolge, also in der Reihenfolge, wie ich selber es das erste Mal gemacht habe. Das heißt, wir reisen zuerst zum alten Eisenschloss. Und ja, in Aldias Festung könnten wir versuchen, beim Drachen zu helfen, theoretisch. Nein, bring mich ruhig zum Dragon Airy. Dann fahre ich einfach mit dem Aufzug runter. Und dann, bevor wir zu den DLCs kommen, versuche ich mal da zwei Runden Koop zu machen. Oh, mir fällt gerade ein, wir haben noch etwas offen, bevor wir die DLCs machen können. Das hätte ich jetzt auch fast vergessen, was ich auch vorher machen möchte eigentlich. Stimmt. Also erstmal versuchen wir hier Koop zu machen. Der Drache ist eigentlich relativ einfach. Also könnte es sein, dass wir kein Koop hinkriegen. Und wenn nicht, dann porte ich mich zurück und dann klappern wir noch schnell die eine Sache ab, die ich machen will, bevor wir uns den DLCs widmen. Es gibt noch etwas im Hauptspiel, was wir machen können, bevor wir zu den DLCs kommen. So, Aldias Festung. Und ja, wenn man da so hoch schaut, sieht man nicht, wohin der Fahrstuhl fährt. Also man kann sich es kaum vorstellen. Weil wenn man sich die Säulen so anguckt, entweder ist es ein bisschen schlecht gemacht zu sehen, dass die in den Wolken verschwinden. Aber so wie das aussieht, enden die da oben einfach. Hm. Und da endet der Vogelkäfig, den Aldia hier zusammengeschnörkelt hat für den Drachen. Und ja, das sieht wirklich aus wie ein Vogelkäfig, gerade wegen dem Boden. So, hier schreiben wir unser Symbol hin. Und ja, der dicke Ogre hier, der Happy Hippo, steht da und wartet auf uns. Nö. Sagen wir mal so, das hier ist immer noch realistischer als die Sache mit dem Eisenschloss. Ja, man könnte einfach sagen, die Säulen hier, die gehen in die Wolken, verschwinden in den Wolken. Auch wenn es nicht ganz so ersichtlich ist. Das würde jedenfalls mehr Sinn ergeben als der Lavasee hinter der Holzwindmühle. Ja, wenn es halt nicht klappt, dann wird es halt nicht klappen. Hier mit dem Koop. Stehen zwar ein paar Textnachrichten da. Nebelwand voraus. Freund wird benötigt, steht sogar hier. Tolle Aussicht. Und ein paar Blutlachen sind auch hier.
Ja, der fliegt runter, der wird vom Ogre getötet. Du stehst hier, hast gegen irgendwen gekämpft und verloren. Naja.